Nina Bott bei Gala im Sie verkündet ihre Verlobung. Nina Bott, 45, ist seit knapp 10 Jahren mit Unternehmensberater Benjamin Barth liiert. Gemeinsam haben sie 3 Kinder. Außerdem hat die ehemalige GZSZ-Darstellerin Sohn Lennox. 19, der aus ihrer einstigen Beziehung mit Kameramann Florian König stammt. Mit Moderatorin Annika Lau. 44, spricht die Schauspielerin über ihr Bachelorglück und das Mutterdasein. Doch dann verrät die 45-Jährige, die ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, ein bezauberndes Detail aus ihrem Liebesleben: sie und Benjamin sind verlobt. Kurz nachdem Nina Bott über ihre Rolle als Mutter sowie Ernährungsgewohnheiten gesprochen hat, blickt Annika Lau auf die Hand ihres Studiogastes und fragt: Ist das ein Verlobungsring? Nina Bott druckt zunächst herum. Meint, dass sie nicht damit gerechnet hätte, dass es jemandem auffalle. Ja. Es ist ein Verlobungsring, gesteht sie schließlich und fügt scherzend hinzu: Oh Gott. Ich möchte gar nicht wissen, was los ist, wenn ich nach Hause komme. Die Verlobungsnachricht kommt überraschend, immerhin hat die vierfache Mutter in der Vergangenheit betont, dass sie nicht vorhabe, zu heiraten. Meine Eltern sind sehr früh gestorben und deswegen sind wir auch noch nicht so richtig weit in der Planung. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und es war jetzt auch nichts, was ich noch auf meiner To-Do-Liste hatte, erklärt die gebürtige Hamburgerin. Dennoch sei eine Hochzeit toll, wenn man 4 Kinder hat und 3 gemeinsame. Das ist der logische Schritt, aber es ist komisch, so etwas ohne die Eltern zu machen. Anführungszeichen. Da man ohnehin nicht enger beieinander sein könne, als mit 3 gemeinsamen Kindern, habe Nina Bott der Antrag sehr überrascht. Wie genau Benjamin Barth um ihre Hand angehalten hat, möchte sie allerdings nicht verraten, das sei zu privat. Ein Hochzeitsdatum stehe zudem noch nicht fest, das Paar habe es nicht eilig. Bestimmte Vorstellung ihrer Trauung habe die 45-Jährige ebenfalls nicht, nur eines sei ihr besonders wichtig, dass alle dabei sind, die einem wichtig sind. Anführungszeichen. Verwendete Quelle: RTL.